Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Irrtum der Talk. Die Moderatorin im Studio, Silke Heil und Frank Schamel. Hallo liebe Zuschauer, es ist Freitagabend, es ist 22.30 Uhr und wir freuen uns sehr, dass wir Sie begrüßen dürfen. Heute ist bei Frankie und bei mir die liebe Stefanie Schäfer zu Gast. Sie ist eine der Hauptdarstellerinnen von Irrtum. Hallo liebe Stefanie. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Erzähl uns einfach ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Das ist vielleicht das, was die Leute erst mal wissen sollten. Mhm. Ja, also ich bin Stefanie Schäfer. Ich bin 38 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Berlin. Ich bin schon relativ viel rumgereist in Deutschland, war schon in München und seit 2017 in Köln und habe dann dort auch meine Schauspielausbildung gemacht. Und freue mich jetzt riesig bei Irrtum, der Film, in einer Hauptrolle dabei sein zu dürfen. Das ist für mich natürlich jetzt auch so die erste große Rolle und da freue ich mich sehr drüber. Jetzt warst du ja schon öfters mal hier und da vor der Kamera. Ja. Wie ist das jetzt für dich, wenn du bei Irrtum jetzt anfängst und so eine Rolle spielst? Hast du da Erwartungen oder es ist ja ein Low-Budget-Projekt. Wie stellst du dir das Ganze vor? Also ich habe das Projekt ja schon ganz lange über Facebook verfolgt und habe die ganze Zeit gedacht, boah, da würde ich so gerne mitmachen. Das war so richtig so ein großer Traum. Also ich habe es bestimmt ein Jahr verfolgt schon und habe dann diese Ausschreibung zur Kommissarin gelesen und habe mich dann sofort darauf beworben und habe mich dann riesig gefreut, dass du dich dann zurückgemeldet hast und dass du mich dann eingeladen hast, dass ich dabei sein darf. Natürlich ist es ein Low-Budget-Projekt, aber ich habe das Gefühl manchmal, wenn es ein Low-Budget-Projekt ist, dann sind alle Leute mit Leidenschaft dabei und mit Herzblut. Und das macht manchmal noch mehr Spaß, als wenn es ein bezahltes Projekt ist. Weil da geht es natürlich immer auch um Zeit und Geld und manchmal wirklich auch Stress. Klar, beim Low-Budget-Projekt kann es auch mal Stress geben, das ist ganz normal. Aber es ist trotzdem, ja, man merkt einfach, es ist so eine Familie und da fühle ich mich wahnsinnig wohl. Und ich kann mich natürlich als Schauspielerin ausleben. Und was hatte dich denn an dem Projekt am meisten angesprochen? Denn dass es wie so eine Familie ist, das wusstest du da ja noch gar nicht. Das wusste ich noch nicht, das stimmt. Aber Frankie hat immer wahnsinnig tolle Sachen gepostet, was ihr da alles so Tolles macht. So actionhaltige Szenen, das ist in Deutschland ja auch gar nicht so üblich. Also so diese Action-Szenen, das ist natürlich alles immer mit viel Arbeit und mit viel Geld verbunden und da war ich total beeindruckt, was ihr auf die Beine stellt, was ihr macht, um den Traum zu erfüllen, einen Film zu drehen. Das hat mich wirklich beeindruckt und deswegen wollte ich einfach dabei sein. Jetzt warst du ja beim Teil 1 noch nicht dabei, doch, das heißt doch, du warst ganz eine ganz, ganz kleine Minirolle, da sind ja so ein paar Leutchen dabei gewesen dann, die jetzt verstärkt ins Leben gerufen werden. Die Rolle, die du jetzt bekommen hast oder die du spielst, du hast ja jetzt das eine oder andere schon mal mitgemacht. Macht dir das Spaß? Gehst du da drin auf? Oder sagst du, okay, ich habe zugesagt, ich mache das jetzt und dann war es das und dann mache ich lieber andere Sachen weiter, konzentriere mich auf andere Sachen verstärkter? Nein, also natürlich gehe ich da drin auf. Wenn ich eine Rolle habe, wenn ich was anfange, dann mache ich es richtig, zu 100%. Und deswegen bin ich von Anfang an bis zum Ende voll dabei, mit vollem Herzblut und natürlich versuche ich aus meiner Rolle alles herauszuholen. Ich versuche mir natürlich auch einen Hintergrund, einen Background zu überlegen, weil das für eine Rolle natürlich auch wichtig ist, um ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Und klar mache ich trotzdem andere Projekte, das ist mir auch wichtig. Ich möchte natürlich nicht nur eine Sache machen, sondern möchte natürlich versuchen, in verschiedene Richtungen zu gehen. Auch weiter natürlich Film und Fernsehen, Kino, je nachdem, was so für Projekte anstehen. Und das ist jetzt die Rolle der Hauptkommissarin, die du spielst und recherchierst du da auch so auf deine eigene Art und Weise, was man denn in dem Beruf so tut oder hast du Vorbilder, die du im Fernsehen, vom Fernsehen kennst, von Serien, wo du sagst, ja, so muss für mich eine Hauptkommissarin rüberkommen. Es gibt ja einige Hauptkommissarinnen im Fernsehen. Einige. Und auch man kann sich auch bei den Männern was abgucken. Ja, das stimmt. Also recherchieren finde ich ganz wichtig. Mir war es zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich mit einer Pistole am Set umgehe, dann muss ich vorher unbedingt geschossen haben.
Das war für mich ganz klar. Und dann habe ich mir zum Geburtstag auch einen Schießkurs schenken lassen und habe das natürlich mal ausprobiert, dass ich einfach fürs Gefühl weiß, wie fühlt sich das an? Wie geht man mit einer Waffe um? Was passiert da, wenn dieser Rückstoß da ist? Das war für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich einfach weiß, wie ich darauf reagiere und wie ich dann auch vor der Kamera, vor der laufenden Kamera, dann ja, realitätsgetreu einfach damit umgehen kann. Mhm. Und Kommissare, die ich als Vorbild nehme, also ich würde sagen, dass die Kommissare, die in Deutschland vor der Kamera stehen, eigentlich alle gut sind. Also jeder auf seine eigene Art und Weise. Jetzt ein spezielles Vorbild habe ich nicht, aber ich schaue mir das natürlich an und gucke mir vielleicht auch was ab. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, ihr habt ja einen Kommissar dabei und noch, du hast ja eine Kollegin auch noch dabei. Mhm. Wie harmoniert sich das so miteinander? Super. Also ich habe ja vorhin schon gemeint, diese Familie, die da einfach ist, das ist immer, also egal, ob jetzt die Kamera an ist, die Kamera aus ist, ob man vorher Kontakt hat, danach Kontakt hat, das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Ich kann das gar nicht beschreiben, das ist einfach so eine schöne Atmosphäre und so ein gutes Beisammensein. Und da fühle ich mich einfach wohl und ich glaube, das ist auch wichtig am Set, gerade wenn man so viel Zeit dann miteinander verbringt und dreht. Wobei das Beisammensein, wenn du jetzt deine Kollegin an der Seite hast, ist das mehr eine Kollegin oder eher untereinander? Frauen untereinander ist ja immer so ein bisschen, ne, zickig hier und da vielleicht mal. Wie? Das ist aber ein Klischee, würde ich jetzt mal so behaupten. Nein, also Konkurrenz beziehungsweise so dieses zickig sein ist bei mir gar nicht. So bin ich nicht und ich habe auch das Gefühl, dass das Zusammensein mit Beata und mir ganz gut funktioniert. Also ich habe das Gefühl, dass wir sind eher so freundschaftlich. Und freundschaftliches nicht, Team oder freundschaftlich dann, wenn die Kamera aus ist? Sowohl als auch. Also natürlich müssen wir gucken, wie ist unsere Rolle. Und wenn am Anfang jetzt drin steht, wir verstehen uns nicht so gut, dann ist das so. Und dann müssen wir das so umsetzen. Aber dann ist das halt auch nur, wenn die Kamera läuft. Und sobald die Kamera wieder aus ist, ist natürlich dann wieder die Familie da. Ist es dir schon mal passiert, dass du mit einer Kollegin arbeiten musstest, mit der du dich nicht so verstanden hast? Oder die du nicht gemocht hast von vornherein schon? Ja. Ich weiß, was ihr meint, aber tatsächlich, das liegt halt wahrscheinlich an meiner Persönlichkeit, komme ich eigentlich mit den meisten Menschen sehr gut zurecht. Und dass ich mal mit jemandem anecke, ist total selten. Und das hatte ich noch nicht. Wirklich noch nicht. Da hast du ja für die Zukunft Glück. Ich habe Glück, ja. Sogar du auch. Ja, ja gut, ich bin der Vorarbeiter, also der Chef. Du bist der Vorarbeiter. Er ist der Vorarbeiter. Das ist schon mal gut gesagt. Ja, und darfst du schon ein bisschen was erzählen über deine Rolle, ohne zu viel zu spoilern? Darfst du schon ein paar Insider-Wissen, Infos schon geben? Tja, das ist eine gute Frage. Warum fragst du nicht mich? Genau, ich glaube, der Chef, ich der sitzt ja schon neben gefragt, dir, der weiß besser Bescheid als ich. Aber ich denke schon, man kann gar nicht so viel verraten, wenn man einfach bei seiner Rolle bleibt. Und ich denke halt, meine Rolle ist ja vielleicht oft angeeckt in der Vergangenheit, hat ja auch schon viele Dienststellen so durchlebt und hat natürlich Angst, in der neuen Dienststelle wieder irgendwie anzuecken. Mhm. Sie ist halt sehr ehrgeizig, sehr, sehr penibel in dem, was sie tut und möchte natürlich 100% Leistung bringen und hofft halt, dass es in der neuen Dienststelle, wo sie ja dann ankommt, auch so ist und dass die Kollegen das halt auch mal anerkennen. Weil das ist ja auch wichtig. Und ob das klappt, das werden wir natürlich das irgendwann werden wir dann mal sehen. Erfahren, gell? Richtig. Das werden wir erfahren, ja. Wie bereitest du dich dann auf eine Rolle oder auf die Aufgabe vor, wenn du dann zum Set gehst? Also wenn ich eine Rollenbeschreibung erstmal bekomme, dann erstelle ich mir auf diesem Gerüst, was ich habe, eine Rollenbiografie. Was macht diese Person aus? Wie lebt sie? Wie verhält sie sich? Was für Hobbys hat sie? Ist sie verheiratet? Hat sie Kinder? Wie lebt sie? Was hat sie für eine Wohnung? Ist sie eher ordentlich oder eher unordentlich? Weil das sind alles so Dinge, die dann mit reinspielen in die Dinge, die die Rolle tut
macht oder sagt. Das ist einfach ganz wichtig. Und das ist so der erste Punkt. Und dann muss man natürlich gucken, wie kommt man mit den anderen Rollen zurecht? Also was hat man für eine Haltung zu den anderen? Das ist halt auch ganz wichtig. Also das heißt, mag ich eine andere Rolle? Mag ich sie nicht? Du hast ja eine Familie, Kinder, Mann. Das heißt, wenn du dann mal ein Single spielen sollst, schmeißt du den Mann raus, um dann dich in die Rolle zu versetzen. So ungefähr. Also es ist nicht unüblich, dass man im Alltag versucht, das mal zu integrieren und in dieser Rolle zum Beispiel mal einkaufen geht. Oder in der Rolle irgendwelche anderen Dinge macht, so mit anderen Personen spricht, die man so im Alltag trifft. Oder vielleicht auch mal mit den eigenen Kindern so spricht. Also wenn es jetzt fremde Personen wären, fremde Kinder. Und was sagen die Kinder dazu? Also die wissen dann auch, die Mama, ist es wieder in der Rolle? Oder? Ja. Das wissen meine Kinder ganz genau. Genau. Mhm. Also die wissen da Bescheid, dass ich das halt auch ausprobiere und spielen dann auch mit. Die spielen mit? Die sind da ganz offen. Das heißt, die kennen jetzt schon die Geschichten von Irrtum? Genau. Ja, die wissen immer ziemlich viel. Und ist denn trotz dieser ganzen akribischen Vorbereitung, ist in der Rolle, in der du jetzt da spielst, bei Irrtum, auch ein kleines bisschen von der Stefanie drin, von dir privat? Ganz, ganz natürlich. Also es ist immer so. Man kann eine Rolle nicht komplett von sich trennen. Es spielt immer auch die eigene Persönlichkeit mit rein. Das ist ganz normal und das ist auch wichtig so, weil dann wird die Figur zum Leben erweckt und ist nicht nur eine Figur, die einfach so und so handelt, sondern sie wird einfach komplex. Okay, jetzt spielst du dich da so ein, aber bist du ein Stückchen Kommissarin zu Hause von der Art, wie du es nachher dann spielen sollst? Na, es kommt drauf an, es muss ja nicht der Beruf sein, der dann mit reinspielt. Es kann halt eine Haltung zu irgendwas sein. Wenn die Figur zum Beispiel sehr pingelig ist oder sehr, sehr korrekt ist, dann würde ich zum Beispiel sagen, das bin ich auch. Okay. Also es sind dann so bestimmte Dinge, die man einfach sucht, die man gemeinsam hat mit der Figur und auch Dinge, die natürlich vielleicht dann auch anders sind und die nimmt man dann mit rein. Das ist das hört sich nach sehr viel Vorarbeit an, ja. Auch Identifikation mit der Rolle. Das bedeutet ja aber auch, ich könnte mir vorstellen, dass du dann auch nicht unbedingt jede Rolle spielen wollen würdest. Du könntest es vielleicht, aber du würdest es vielleicht nicht spielen wollen. Stimmt das oder? Natürlich kommt es immer, glaube ich, darauf an, an welchem Punkt man als Schauspielerin ist oder als Schauspieler. Wenn ich viel Rollen schon gespielt habe, dann könnte ich natürlich auch mal Rollen absagen. Am Anfang, wenn man noch nicht so viel gedreht hat, möchte man natürlich so viel wie möglich spielen und nimmt natürlich dann auch viel an und probiert sich auch aus. Hm. Was sind meine Grenzen? Wo passt du rein? Wo passe ich rein? Ist das überhaupt was für dich? Ja. Genau, das muss man ausprobieren und das ist, glaube ich, wichtig. Vielleicht würde es so das ein oder andere geben, wo ich sage, okay, das schaffe ich einfach nicht. Das kann ich. Das macht mich vielleicht selber einfach dann so fertig, weil es einfach so was Schlimmes ist, was man vielleicht auch selbst schon mal erlebt hat. Mhm. Und man dann sagt, okay, das geht mir einfach zu nah, das ist zu emotional. Weil dann, du dich wieder in die Rolle zurückversetzt. Genau, dann kann das natürlich passieren. Also bei mir war es jetzt noch nicht der Fall, aber ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man vielleicht auch schon so das ein oder andere Schlimme erlebt hat, dann gibt es bestimmt so Leute, die dann sagen, okay, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Und wenn wir jetzt nochmal zu Irrtum kommen und es sind vielleicht mehrere Drehtage, zum Beispiel am Stück, an denen du dann in deiner Rolle bist, wie kommst du dann wieder aus der Rolle raus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man auch nicht so pauschalisieren. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Bei mir ist es, glaube ich, der Kontakt zu meiner Familie. Wenn ich den Kontakt zu meiner Familie suche, dann schaffen die das einfach wieder, dass ich rauskomme, dass ich nicht mehr in dieser Realität der Rolle bin, sondern in meine Realität wieder reinkomme. Ich sage dann irgendwann mal, Mama, du bist nicht mehr bei Irrtum. Genau. Du bist jetzt zu Hause. Also auf jeden Fall haben wir so ein kleines bisschen vorbereitet und auch für die Zuschauer, die uns jetzt verfolgen. Und habt viel Spaß an dem kleinen Clip, den wir zusammengestellt haben.
Beklemmend. 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 Wie hat es dir denn gefallen? Ja, es ist eine schöne Szene gewesen. Es ist ganz lustig. Also es ist natürlich immer sehr, sehr komisch, wenn man sich selber so auf dem Bildschirm sieht. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass man sich selber auch angucken kann und dass man natürlich auch, man ist ja immer irgendwie dabei, sich so zu verbessern ja. und zu entwickeln. Und man möchte natürlich ja irgendwie immer Höchstleistung bringen mhm. und einfach nicht irgendwann stehen bleiben. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man sich die Szenen dann anschaut und einfach guckt, was ist gut gewesen, was ist nicht so gut gewesen, was könnte man besser machen, wo kann man daraus lernen. Und es ist natürlich auch immer spannend, dann so das Zusammenspiel mit den Kollegen zu sehen. Wie hat es ja harmoniert? Gut harmoniert. Genau. Und du siehst es jetzt zum ersten Mal. Das ja, heißt, richtig. Vor Ort siehst du ja die Szenen nicht, wenn man die filmt. Das ist ja jetzt auch für ja. die Zuschauer und für dich das erste Mal. Und das ist auch immer so spannend, weil es gibt eine Fremdwahrnehmung und eine Eigenwahrnehmung. Und genau. die ist manchmal so extrem unterschiedlich. Hm. Und deswegen ist es immer spannend zu sehen. Dann ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du direkt nach dem Dreh sich so gefühlt hast und dachtest, oh, das war jetzt heute aber nicht so gut und hast dir das Ergebnis angeschaut und warst total begeistert und umgekehrt, du hast Drehschluss und denkst, mhm. wow, das war jetzt aber heute, das ist mein Durchbruch und dann siehst du das im Fernsehen und denkst, naja, ja. ist dir das schon mal passiert? Das passiert ständig. Es ist natürlich, es kommt immer darauf an, was man gerade so für einen Tag hatte, was man so von zu Hause vielleicht mitgebracht hat, was man einfach gerade emotional durchmacht. Das ist natürlich vieles, was man nicht immer außen vor lassen kann. Mhm. Und das nimmt man mit rein und dann fängt man vielleicht an, sich irgendwie zu beurteilen. Und das ist eigentlich gar nicht gut. Man darf sich eigentlich gar nicht betrachten. Man muss sich auf den Regisseur verlassen. Und wenn der sagt, das war super, dann war das super. Mhm. Und deswegen ist es auch immer nicht gut, das leicht zu sehen, das Material, sondern wirklich erst im Nachhinein. Man muss dann einfach so dem Regisseur vertrauen. Und wenn der sagt, okay, ja, heute bist du vielleicht nicht so gut drauf, probier das nochmal ein bisschen anders, dann probiere ich das anders und dann versuche ich das einfach umzusetzen. Aber es ist so unterschiedlich, die Wahrnehmung, wie man gerade gespielt hat, ob es gut oder schlecht, das kann man selbst gar nicht so richtig beeinflussen. Also, ja. Ja, kann man einfach nicht beurteilen. Da muss man sich wirklich auf den Regisseur verlassen. Bist du mit dir selbst sehr kritisch? Ja, bin ich tatsächlich. Und das war am Anfang auch nicht so leicht. Ich musste wirklich das weglassen. Also das war am Anfang nicht einfach, wenn ich vor der Kamera stand, weil ich so die ganze Zeit dachte, okay, mache ich das jetzt richtig? Mache ich das jetzt gut? Gucke ich jetzt in die richtige Richtung? Ist die Figur jetzt so, wie ich sie mir vorgestellt hat? Das darf man nicht machen. Man muss im Moment ja. sein. Man muss einfach laufen lassen. Wobei, so wie du dir es vorstellst, heißt es ja, dass der Regisseur das sich so vorstellt. Ja, wenn ja, der genau. da am Schluss sagt, okay, es ist perfekt, dann ist es tatsächlich genau. auch so perfekt. Man sieht sich ja doch selbst immer sehr ja, negativ erste Mal. Gell? Richtig. Und, richtig, ja. Das aber ich sag mal, bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut geklappt, glaube ich, dass die Leute nachher dann selber mit sich zufrieden waren. Das also, ist doch schön. Sag mal, es ist schon wichtig bei uns, dass die Leute nachher glücklich sind mhm. und die sollen ja dann auch nicht wie so ein Depp hingestellt werden. Mhm. Das ist natürlich. Ja. Und das ist natürlich die Aufgabe des Regisseurs, ja. darauf zu achten, dass alles so ist, wie es dann im Film sein soll. Ja. Das Ganze ist ja ein Low-Budget-Projekt. Mhm. Jetzt bist du einer der Hauptdarsteller und hast natürlich auch einen langen Anfahrtsweg. Du kommst immer aus Köln her zu uns nach Frankfurt oder dann in Odenwald. Mhm. Wie kommst du damit zurecht? Wie kommt die Familie damit zurecht? Machst du dir manchmal Gedanken, als Hauptdarsteller bin ich ja doch dann öfters mal mit im Bild, bin also auch öfters mal dann hier, fahre dann meine 2, 2,5, 3 Stunden, wie auch immer. Mhm. Belastet dich das dann irgendwo auch ein bisschen oder schaltest du das komplett ab und sagst, ich bin jetzt hier fest dabei? Oder macht dir das gar nichts aus, weil du sagst, du findest es einfach total klasse? Also mir macht es tatsächlich nichts aus. Also Autofahren ist für mich sowieso gar kein Problem. Ich mag das sehr gerne, weil ich da zur Ruhe kommen kann, beziehungsweise den Alltag dann irgendwie abschalten kann und dann schon mal in die Rolle schlüpfen kann. Und dazu nutze ich immer dann die Fahrt. Oder auch danach, um wieder aus der Rolle rauszukommen
und wieder zu Hause in meine Persönlichkeit zu schlüpfen. Also ich mag das sehr gerne. Und ich habe ja schon gesagt, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Und ich habe gesagt, ich möchte dabei sein. Ich will das, ich mache das und dann bleibe ich auch von Anfang bis Ende dabei und ziehe das durch. Das heißt, bis jetzt hast du es noch nicht bereut? Nein, überhaupt nicht. Und deine Kinder, hätten die nicht auch Interesse, mal mit dabei zu sein oder möchten die das lieber nicht? Also erstaunlicherweise gar nicht. Also ich habe Zwillinge, meine Zwillinge sagen, bloß nicht. Also die sind auch sehr schüchtern, die trauen sich nicht so aus sich rauszukommen und vor der laufenden Kamera, nee, niemals. Und meine Tochter, die hat sich jetzt mal so ein bisschen ausprobiert mit Theater, sie, ihr macht es auch Spaß, aber Film, kein Interesse. Mhm. Aber du hast ja auch mit Theater begonnen. Ich habe auch mit Theater angefangen, obwohl ich schon immer wusste, dass mich Film mehr interessiert. Mhm. Der Unterschied, Theater, Film für dich? Ja, es fängt ja schon an. Also Theater ist chronologisch. Mhm. Ja, man beginnt vorne und endet mit dem Ende. Das ist beim Film natürlich ganz anders. Da wird halt je nachdem, wenn man in einer Location dreht, wird natürlich erstmal alles in diesem Film, in dieser Location gedreht. Und dann ist es halt total durcheinander. Da muss man sich natürlich drauf einstellen. Aber so generell, Theater ist natürlich immer viel mehr. Und im Film muss man immer sich so runterschrauben, alles ganz klein spielen, weil sonst wirkt es natürlich overacted. Mhm. Ja. Jetzt warst du ja schon bei dem einen oder anderen Drehtag dabei, ohne jetzt extrem viel zu verraten, ein bisschen oberflächlich, hier und da geht vielleicht. Wie fandest du deine Drehtage bis jetzt, beziehungsweise welchen fandest du bis jetzt am besten, am interessantesten, am spannendsten? Also am spannendsten fand ich, glaube ich, das Krematorium. Das war schon was Besonderes und das war so ein Gefühl einfach, also es ist so, man hat so das Gefühl, also ich habe mich irgendwie geerdet gefühlt. Ich weiß, viele konnten vielleicht damit nicht umgehen, auch der Geruch, das ist natürlich ein spezieller Geruch, aber irgendwie war das so ein Ort der Ruhe. Ich habe mich da irgendwie wohl gefühlt, das ist komisch, ich weiß, das klingt sehr komisch, aber es ist so gewesen, also ich fand es irgendwie eine schöne Atmosphäre. Aber hat es dann deine Angst vor dem Tod genommen oder den Umgang mit dem Tod verändert? Nein, tatsächlich gar nicht. Ich bin ja, bevor ich Schauspielerin geworden bin, schon Krankenschwester gewesen. Ja. Also ich wurde mit dem Tod ja oft schon konfrontiert. Mhm. Für mich war das nichts Neues und dadurch war das für mich auch gar nicht schlimm. Und so die Drehtage sind für mich einfach toll gewesen. Ich habe mich jedes Mal wohl gefühlt. Wie gesagt, das ist halt immer so eine Familie. Ich freue mich, alle wiederzusehen und ich freue mich, mit den Leuten einfach dann wieder zu drehen. Und mir macht es ja auch Spaß, vor der Kamera zu stehen und in eine Rolle zu schlüpfen. Und das ist einfach für mich was Besonderes, ja. Und Frankie ist ja Hauptdarsteller auch und gleichzeitig Regisseur. Ja. Kommst du damit auch gut zurecht oder findest du das manchmal auch ein bisschen verwirrend? Also ich komme damit gut zurecht. Ich frage mich nur immer, wie Frankie das macht, tatsächlich. Mhm. Also ich könnte es nämlich, glaube ich, nicht, weil ich genau meinte, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass man das ja trennen muss und auf den Regisseur vertrauen muss, dass man sich nicht so selbst immer beurteilt. Und das ist natürlich schwer für dich, wenn du die Rolle des Regisseurs und eines Schauspielers übernimmst. Mhm. Das ist natürlich echt schwer und da habe ich einen riesen Respekt vor. Also ich würde mir das nicht zutrauen. Ja, zumal ich auch zu mir auch versuche, extrem kritisch zu sein und dann lieber auch noch mal einen Take mehr mache, weil ich hoffe, dass es dann am Schluss vielleicht wirklich gut ist oder so. Also, ja. Und du musst dann auch immer switchen, so, ne? In die unterschiedlichen Rollen. Ja, da kannst du nicht nur auf dich gucken, dass du bei der Szene, wenn ihr eine gemeinsame Szene habt, dass du gut drüber kommst und sie nicht. Ja. Sondern es ist ja ein Film, der erfolgreich sein soll. Also du musst ja gucken, dass ihr alle gut rüberkommt und richtig authentisch rüberkommt. Wobei ich da aber tatsächlich sagen muss, ich gucke erst auf das Ganze drumherum. Klar platzieren wir uns dann so, wie es sein muss, weil es geht ja dann um uns, aber es wird verstärkt erstmal um alles, auf alle andere geguckt, dass alles gut platziert ist und steht und dann verstärkt auf das Team selbst dann, uns drei dann praktisch. Meistens sind wir ja dann immer zu dritt oder auch wenn wir dann mit dem anderen Hauptdarsteller, mit Christian, das sind wir ja theoretisch auch zu dritt. Ganz selten, dass wir vielleicht da mal zu viert sind.
Und da versuche ich schon erstmal auf das Umfeld zu gucken, dass das auch mit harmoniert. Mhm. Ist ja auch wichtig, aber nichtsdestotrotz, ich meine, es ist ja eine Handlung. Es muss ja gut und authentisch rübergebracht werden. Ja. Und das sind ja alle betroffen, also du ja mit auch, ne? als Darsteller. Und ja, wenn wir von deiner Rolle an sich mal abschweifen wollen würden, Täten, was hältst du denn im Allgemeinen von dem und auch im Speziellen von dem Projekt Irrtum? Ja, es ist eine tolle Sache. Also es baut halt auf einen Traum auf. Also es ist halt Frankies Traum und darauf baut natürlich alles auf und das merkt man auch. Also du bist immer mit Leidenschaft dabei. Was du alles machst, was du alles gibst für diesen Film, ich finde das großartig und ich habe dann unglaublichen Respekt, weil so viel Arbeit hintersteckt, so viel Ärger teilweise auch, weil das läuft ja nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt, sondern es werden einem immer Steine in den Weg gelegt und es ist nicht leicht. Und dann hat man vielleicht immer mal wieder Rückschläge und man muss immer wieder irgendwie aufstehen und immer weitermachen. Und ich glaube, das ist so schwer und das ist Wahnsinn, wie du das machst. Also ich habe da wirklich, wirklich richtig, richtig doll Respekt vor dir, weil das könnte nicht jeder. Also es könnte nicht jeder, wirklich. Also viele würden bei dem ersten Meilenstein schon aufgeben und würden sagen, oh, ich habe mir das so toll vorgestellt, aber es ist so anstrengend und ich kann einfach nicht mehr. Das heißt, du würdest dir das nicht zutrauen, also sowas zu machen? Tatsächlich nicht. Obwohl ich das Film und Fernsehen und Spielen liebe. Aber ich würde es mir nicht zutrauen. Ich weiß einfach, was dahinter steckt. Und ich weiß nicht, ob ich das packen würde. Ich spiele gerne mit. Ich helfe auch gerne. Ich organisiere auch gerne. Und aber so ein ganzes Projekt, weil die Verantwortung dafür zu übernehmen, das würde ich mir nicht zutrauen, glaube ich. Ich meine, du steckst ja auch wirklich sehr, sehr viel Herzblut und Energie hier rein. Du bist auch durchaus erfolgreich, auch in anderen Serien, auch immer mal wieder im Fernsehen zu sehen. Also du machst schon viel. Kommen dann nicht manchmal Frauen oder andere Menschen aus und sagen, du hast Kinder, du hast Mann. Wie machst du das alles? Passiert dir das oder? Nein, tatsächlich gar nicht. Also bisher wurde ich da überhaupt noch nicht angesprochen und als mich irgendjemand gefragt hat, wie mache ich das? Klar, meine Kinder sind jetzt auch nicht mehr ganz so klein. Also die sind ja jetzt mittlerweile im Teenageralter und dadurch ist es natürlich auch ein bisschen einfacher. Ich glaube, wenn die noch so ganz klein wären, dann wäre es manchmal schwierig, weil man muss wirklich flexibel sein. Mhm. Es ist nicht so wie jeder andere Job, okay, man geht halt Montag bis Freitag zur Arbeit von 8 bis 12 vielleicht, wenn man nur halbtags arbeitet. Es ist anders. Mhm. Dann arbeitet man wieder, dann arbeitet man nicht und man muss es natürlich immer mit einplanen in den Familienalltag. Wenn du einen Job theoretisch in der Nähe haben kannst und jetzt, wenn du drehst, dann bist du vielleicht auch, fährst du nach Hamburg hoch oder nach München runter oder nach Frankfurt und da ist man auch dann erstmal eine Zeit lang unterwegs. Ja, man muss es natürlich gut organisieren. Ich glaube, man braucht halt auch einen Partner, der einen da unterstützt. Und das macht mein Mann. Ich denke auch, das ist auf jeden Fall unabdingbar. Ja. Denn du hattest das Drehen ist ja das eine. Du hast ja auch Castings. Ja. Man muss sich um die Agenturen kümmern. Man muss immer gucken, dass aktuelle Fotos bei den Agenturen sind. Man muss auch immer gucken, dass man seine Daten aktuell hält, eben halt dann, wie gesagt, Castings und die ganzen Vorbereitungen, was der Fernsehzuschauer ja so gar nicht weiß. Manchmal fährt man auch zum Casting und bekommt die Rolle nicht und dann fährt man wieder zurück und dann muss man sich eben weiter bewerben. Und das nimmt ja durchaus viel Zeit und Energie in Anspruch. Die meiste Zeit, die macht man tatsächlich auch zu Hause, in der Vorbereitung, in der Nachbereitung. Immer wieder neue Fotos, neues Showreel-Material. Man muss die Schauspielportale im Internet pflegen. Das ist so wichtig, weil sonst kann man auch nicht besetzt werden, wenn das Material nicht aktuell ist. Und das kostet sehr, sehr viel Zeit. Auch die Textvorbereitung, die Rollenerarbeitung, dann das Textlernen selber. Das ist natürlich Zeit, die sieht man dann als Zuschauer ja nicht, sondern man sieht ja dann nur das fertige Endprodukt. Fertige Produkt, genau. Ja, und das ist eigentlich der geringste Teil, das Drehen. Und
das, was die Zuschauer in dem Fall nicht sehen, sehen sie zumindest über die sozialen Medien. Ja. Denn wir haben ja mittlerweile sehr viele, die uns folgen. Was sagst du dazu, dass das doch so mittlerweile Ausmaße genommen hat? Es sind ja doch schon recht viele. Ja. Klar, man wünscht sich immer mehr dazu, aber es ist ja schon über die Zeit jetzt ganz schön gewachsen. Das ist tatsächlich sehr gewachsen, aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass du viel Werbung gemacht hast, dass du viel aufmerksam gemacht hast, dass du immer wieder das präsentierst, was du hier tust und mit wie viel Leidenschaft du das tust. Und das kommt natürlich, glaube ich, an. Also bei mir ist es ja auch, das war ja auch ein Funke, der sofort übergesprungen ist bei mir, als ich das damals gesehen habe. Und ich denke, das geht vielen so. Und viele interessiert das, oh, was macht denn der da? Der macht da so ein Projekt und das aus nichts heraus, ne? Aus einer Idee, die da entstanden ist, aus einem Traum heraus. Und ich glaube, das steckt schon an. Und was viele ja auch nicht sehen, ist, dass sehr viele Menschen daran beteiligt sind. Ja. Nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Und du hast es jetzt schon mehrfach so liebevoll erwähnt, dass es sich um eine Irrtumfamilie handelt. Ja. Das heißt, du bist hier angekommen in unserer Irrtumfamilie und du kommst auch mit allen zurecht, vor der Kamera, hinter der Kamera und auch mit dem Regisseur. Pass auf. Das fing ja schon an bei der Aufnahme. Also ich bin angekommen am Set und habe so gedacht, wow, also es waren alle so freundlich, so nett, so zuvorkommend, so hilfsbereit und das war einfach schön. Ich habe mich sofort wohl gefühlt und das ist egal, ob das jetzt vor der Kamera oder hinter der Kamera ist. Es gehören natürlich alle zur Irrtumfamilie. Ob es jetzt die Tonfrau ist oder der Kameramann oder natürlich, das ist so viel, was der Zuschauer natürlich auch nicht sieht, was da hintenrum noch passiert. Ja. Und die gehören halt alle dazu und ja, es ist eine schöne Atmosphäre und ich fühle mich da einfach sehr wohl. Du hoffentlich auch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, du warst ja beim ersten Teil ganz kurz dabei, in einer ganz, ganz, ganz kleinen Szene. Mini kleine Szene. Bist du mal so reingerutscht. Das Kinoplakat hängt ja hinter dir. Was sagst du dazu? Du warst ja auch selbst bei der Premiere dabei. Ja, es war auch eine sehr schöne Premiere. Ja, nee, es ist, also das Irrtumplakat ist schon super schön und ich glaube, also was ich halt auch mega toll finde, dass du so viele Darsteller auch mit draufgenommen hast, dass du quasi den Respekt so den Leuten, die natürlich ja auch ihre Zeit investieren, um hier daran teilzunehmen, dass du das irgendwie wiedergibst mit diesem Plakat. Das fand ich sehr, sehr schön und ich glaube, da haben sich auch viele gefreut, die dann einfach auf dem Plakat auch mit zu sehen sind. Und auch die Premiere war großartig. Die Premiere, die war ja so groß und also ich hatte das Gefühl, ich bin ja auf einer Hollywood-Premiere. Das war so ein tolles Event und ich glaube, da haben alle Freude dran gehabt und da haben sich auch alle daran erfreut, dass sie dabei sein dürften und dass sie dann das erleben dürften. Hast du dir von dieser Aftershow-Party, von der Premiere, was für die Dreharbeiten mitgenommen? Wie meinst du das? Ich meine nicht die Kekse, ich meine nicht das Catering. Das war aber sehr lecker. Nein, von der Atmosphäre, die man da hat, dass man dann irgendwie sagt, okay, das hat dir gut gefallen, wie die Darsteller miteinander umgegangen sind oder wie alles eben geplant war. Oder du hast ja auch den Film gesehen und hast dies und jenes gesehen, vielleicht was dir gefallen hat, was dir vielleicht auch nicht gefallen hat, dass du dann dir davon etwas für die Dreharbeiten mitgenommen hast und sagst, ich mach's anders oder ich mach's genau so. So habe ich es gemeint. Interessante Frage. Da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach alles aufgesaugt und irgendwie mitgenommen und habe gedacht, oh, wir machen jetzt einfach ein schönes Projekt, was weitergeht. Mhm. Es fing an mit dem ersten Teil und geht jetzt weiter in den zweiten. Und ich freue mich einfach nur. Ich bin so dankbar dafür, dass ich hier sein darf und dass ich zur Irrtum-Familie gehöre, dass ich aufgenommen wurde. Und, ich finde es auch wunderschön, wenn man den Moment genießen kann. Wir hatten das in einem anderen Talk auch, dass manchmal in Deutschland so ein bisschen in Vergessenheit gerät, wenn man auf Konzerten ist oder auf öffentlichen Veranstaltungen. Viele sind dann mit dem Handy beschäftigt, um das auch zu filmen, anstatt es mal stecken zu lassen und den Moment zu genießen. Ja. Umso schöner, dass dir das gelungen ist, denn das kann
dir keiner mehr nehmen. Genau. Ja? Und diese Erinnerungen, die hat man. Das stimmt. Ja, zum Abschluss, ganz wichtige Frage. Was machst du, wenn das Projekt Irrtum irgendwann mal abgeschlossen ist? Oh je, ich glaube, das wird ganz außer deine schlimm. Außer deine anderen Projekte natürlich, aber... Ja. Ja, weiter geht's natürlich irgendwie immer. Aber ich glaube, ich werde schon sehr traurig sein, wenn das abgeschlossen wird. Ich denke auch, wir werden das Team, so wie es ist, beisammen behalten müssen und dann machen wir mit einer anderen Geschichte weiter, ne? Oder so. So, ja. Oder? Und ich glaube, dass wir haben so viele Leute kennengelernt und wir haben einfach, wir haben so viele Menschen kennengelernt und so viele Kontakte geschlossen. Und ich glaube, das nimmt uns ja auch keiner mehr. Auch wenn der Film irgendwann mal abgedreht ist. Mhm. Die Menschen bleiben ja trotzdem und die Beziehung zueinander. Ich glaube, daran sollten wir dann festhalten. Mhm. Und wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich auch eine neue. Das ist völlig richtig. Mhm. Ja, und schon sind wir am Ende unseres kleinen Talks. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr gutes Gespräch. Ja, wir haben ein bisschen was über dich erfahren. Du hast ein bisschen was über Irrtum vielleicht noch erfahren. Das stimmt. Ja, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, wenn es heißt Irrtum der Talk, 22.30 Uhr. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über unsere erste Hauptdarstellerin kennenlernen dürfen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Danke, genau, Silke. Bis zum nächsten Mal. Danke, Steffi. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.